Okay, willkommen zurück zu Outland. Auf dem nicht vorhandenen Schwierigkeitsgrad. Mit schwarzer Dude, der blau leuchtet, manchmal gelb. Vielleicht auch mal rot. Beim letzten Mal haben wir den Dschungelbereich hier größtenteils beendet, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt den Wächterschlüssel bekommen, womit wir jetzt oben rechts weiterkommen und uns einen Wächter stellen. Oh boy, das wird interessant. Na komm. Wird immer noch sehr empfindlich gegenüber roter Energie natürlich. Weg mit dir. Wir können uns ja hier aufheilen. Brauchen wir aber nicht, da wir immer noch volle HP haben. 5 Herzen. Ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Hab nicht mehr so große Erinnerungen. Auf jeden Fall, der Schlüssel wird automatisch eingesetzt. Und jetzt wird Tetris-mäßig dieses Tor entfernt. Wächter, der Golem. Oh shit. Tür hinter uns geht wieder zu. Können wir nicht wieder raus? Nein. Wir sind eingesperrt. Okay. Oh, hallo. Machst du irgendwas Tolles? Okay, du stammst auf dem Boden. Ich schätze mal, ich muss hier rauf. Ja, gelb bedeutet, dass ich angreifen muss. Okay. Wir müssen seinen Kopf angreifen. Was machst du? Okay, du stammst schon wieder auf dem Boden. Der Schock will auf dem Boden dodgen. Okay, und hier an den Bäumen sind jetzt so Sachen. Okay. Damit hat sich wohl unser No-Hit-Run erledigt. Na komm, du schüttelst wieder dran. Weg mit dir. Und das gleiche nochmal. Kein allzu komplizierter Kampf. Wäre schön, Dinge da kaputt machen. Alles klar. Ein simpler Bosskampf. Sieht. Oh. Ich glaube, der hat noch ein bisschen was drauf. Ja, jetzt kommt's. Lassen wir uns möglichst vom blauen Shit treffen. Blau ist in Ordnung. Rot ist nicht in Ordnung. Okay. Klasse gedodged. Das war nicht so klasse. Jetzt ziemlich viele Dinger da oben. Ah, nein. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay. Ah, immerhin zwei Down gemacht. Das ist ganz gut. Und das regnet wieder. Aber immer schön aufpassen. Was? Ah, da ist ja noch so ein Kackvieh. Ich habe gar nicht auf den Boden eben geguckt. Weiß nicht mal, wo das eben herkam. Nein, Geld! Schönes Geld, das weg ist. Nicht gut. Jetzt krabbelt da unten aber nichts mehr entlang, oder? Okay, links, rechts, fuck. Links, rechts. 2 HP noch. Allerdings ist der auch Geschichte.
Netter Boss, auch wenn der wirklich sehr simpel ist. Upgrade! Bodenstampfer. Mit der Stärke eines Helden kann dieser nach unten gerichtete Angriff Gegner niederstampfen und schwache Böden zerstören. Drücke in der Luft nach unten und Sprungtaste. Okay, mehr gibt's nicht. Ja, wir können jetzt sowas machen und an diesen Stellen weiterkommen, wo ich schon vorher spekuliert habe, dass wir ein Upgrade dafür brauchen. Zack. Was ist das jetzt? Zurück im Ursprung. Carved from the bones of the earth, the golem was the protector of the land. The gods themselves set him to stand guard on the temple of eternity. Okay. But his heart betrayed him. For love of the prisoners of time, he forswore his sacred duty. Now he crumbles into naught but rubble and dust. Okay. Heilung. Okay, jetzt unten links weiter. Ich vermute mal so ganz grob, ich habe das Spiel, wie gesagt, vorher noch nicht durchgespielt, dass da vier Kreise und ein großer Kreis am Tor sind, also vier Bereiche mit vier Bossen. Wahrscheinlich irgendwie so ein super krasser mittlerer Endboss. Und dann vielleicht noch ein Boss danach. Mal schauen. Jetzt kommen wir immer noch nicht weiter. Mal schauen, ob meine Theorie wahr wird. Was haben wir überhaupt hier unten? Schaut aus nach einem Zeichen der Götter, was wir hier unten finden können. Geld! Geld! Jetzt fehlt ja noch ein bisschen was. Runtergefallen. Geld! Wir brauchen 25.000. Ja! Zeichen der Götter. Also Vermutung, dass wir 25.000 für das nächste Health-Upgrade brauchen. Oh, das war mein Mega-Ruckler. Sowas sollten wir öfters machen, zwei fette Vasen gleichzeitig kaputt machen. War ja hier Zeitlupen-Geld-Regen. Ey, ja. Okay, sonst haben wir hier unten nichts, ne? Ne, immer nur ein Zeichen der Götter und Geld. Jetzt müssen wir auf den Aufzug warten. Wie legen wir in der Zeit? 8 Minuten. Ah, passt easy. Schaffen noch ein Stück von der nächsten Welt wahrscheinlich. Loggerfloggisch. Let's go. Die Unterwelt. Das klingt doch interessant. Was bist du denn? Okay. Du machst böse Sachen. Da müssen wir uns ducken, wenn er aus dem Boden kommt. Merken wir uns. Qualle. Nichts Neues. Nehmen wir uns mal die Map ein bisschen an. Okay, weit nach links. Gibt einen Gang nach unten. Vielleicht ein Zeichen der Götter. Und da ist ein Raum direkt über uns, der abgeschnitten ist von jeweiligen Zugängen. Aber ich sehe da schon einen Weg da rein. Wenn die Karte mich nicht anlügt hier. Machen wir mal einen Sprung nach unten. Okay, der Boden ist nicht brüchig. Dann gehen wir mal nach hier unten. Hallöchen. Pinne. Ja? Nein? Okay, wenn wir schon die Augen offen halten. Na komm. Weg mit dir. Ah, zu nah dran, verdammt. Geld! Ja, Geld. Okay. Diese Sprengstoffkäfer sind echt nicht spaßig, muss ich sagen. Okay, komm. Weg mit dir. Ich stelle mich aber auch gerade an. Wenigstens werde ich großzügig geheilt.
Nein. Okay, ich versuche die komischen Viecher zu töten, bevor die dazu kommen, irgendwas zu machen. Funktioniert auch nicht ganz. Okay. Da kommen wir erst hin, wenn wir sicken Sprungskill haben. Sprung. Bin ich gespannt. Okay, haben wir einen Teleporter. Können wir auch noch nichts mit anfangen. Checkpoint. Na komm raus. Ich stehe zwar direkt in deinem Gesicht, aber. Der runter, da kommen wir nicht. Da brauchen wir rote Energie für. Weg mit dir. Hallöchen. Geld. Wir lieben Geld. Schön reich. Wir werden uns auf jeden Fall das nächste HP-Upgrade leisten können. Garantiert. Selbst wenn es jetzt 30.000 kostet. Aber. Ah, nicht schon wieder die Drachen. Aber du fliegst ein bisschen zu hoch für mich, mein Freund. Warte mal, wo sind wir? Okay. Hinten sieht auch wieder aus nach einer optionalen Stelle. Okay, da müssen wir schnell sein. Ah, so geschafft. Okay, der Drache, den mag ich nicht so. Okay. Wir sind safe. Na komm, spring weg. Oh, okay. Danke. Und hier war doch nur Geld. Schade. Hätte ja sein können, dass hier Zeichen der Götter ist. Aber nein. Bin nur wegen des Geldes hier. Oh, das war knapp. Da haben wir beinahe reingejumpt. Naja, fallen. Ah, ist eine Quelle unten. Komm, aktiviere die nochmal. Okay, sind bald beim Gebietswechsel angekommen. Okay, ist mal weg. Yeah. Mehr Geld. Wir können leider nicht schneller klettern. Wie schade. Hup. Aua, Alter. Ich hatte mich doch geduckt nach dem Angriff. Verdammt. Okay. Wir gucken uns noch an, was hier hinten ist. Kann ich dich hier irgendwie triggern? Nein. Aber. Euch kann ich. Nein, ich kann ihn nicht triggern. Nur Geld hier unten. Schade. Kein Zeichen für uns. Was sollen wir noch mit dem ganzen Geld machen? Das werden wir doch niemals los. So viel Geld. Okay, hier kommen wir aber ansonsten nicht weiter. Dann gehen wir halt nach links. Hey, du. Mach mal was. Ah, okay, dann mach halt nichts. Tschüssi, jebaited. Gebietswechsel und vergessene Durchgänge. Und das ist ein perfekter Moment, um einen Cut zu machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Outland. Ich bin euer Jack. Tschö, tschö.